uns im Unternehmen gibt es über 50 Auszubildende in 5 verschiedenen Berufsfeldern. Und Corona war bestimmt für alle kein leichtes Thema, aber ganz besonders natürlich hat es die Ausbildung betroffen. Wir haben unsere Verantwortung, die Ausbildung weiterzuführen. Und für uns bedeutet das nicht, dass wir unsere Auszubildenden die Zimmer putzen lassen oder die Hotelhallen, die leer standen, zu fegen, sondern wir haben uns Punkte rausgesucht, wo wir sie weiter fördern und fordern können. Wichtig, glaube ich, war auch einfach der intensive Kontakt mit den Berufsschulen, um dort einfach auch reagieren zu können auf Fragen und Bedürfnisse, die auch die Auszubildenden dort gestellt haben. Und ich muss sagen, es war wirklich eine sehr gute Zusammenarbeit auch von deren Seite. Und da sind sie, Julia Beach und Cornelia Corti. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und ich kann mir vorstellen, dass das Hotel während dieser Zeit erstmal wirkte wie ein Geisterhaus, wenn keine Gäste oder nur wenige Gäste da sind. Wie sind Sie denn ganz grundsätzlich mit dieser Situation umgegangen, Julia Beach? Ja, natürlich. Das war für uns doch etwas sehr Ungewöhnliches. Das hat bestimmt niemand so bis jetzt erwartet gehabt. Ein Hotelbetrieb ohne Gäste. Sowas kann man sich gar nicht vorstellen. Natürlich auch sehr emotional für viele von uns gewesen. Besonders, weil wir ja dafür brennen, unsere Gäste im Haus begrüßen zu dürfen. Ja, letztendlich, ich meine, wir hatten den riesen Vorteil, dass wir ein starkes Team haben. Ja, eine wundervolle Inhaberfamilie. Und ich glaube, wenn wir eines gut können, dann ist es in der Dienstleistungsbranche, schnell mit Situationen umzugehen. Und entsprechend ja, haben wir dann auch realisiert, wir müssen uns da doch etwas umstellen. Und fördern und fordern haben wir da gerade genau schon richtig gehört, ein Stichwort. Sie sind für das Personal gesamtverantwortlich. Vielleicht können Sie uns da noch schildern, was waren denn insgesamt für Sie so die größten Herausforderungen? Ja, absolut. Also ich denke, eine der größten Herausforderungen war es, nicht zu wissen, was als nächstes kommt. Und da unsere Mitarbeiter motiviert zu halten, die Kommunikation aufrechtzuerhalten, das war etwas, wo wir jeden Tag mit Feuerampfer dabei waren. Und ich glaube, wenn uns die Krise eins gebracht hat, ist es doch noch enger miteinander zusammenzukommen als eine Unternehmensfamilie. Und das sieht man jetzt auch, wo es langsam wieder losgeht, das Feedback, das wir von unseren Mitarbeitern und auch Auszubildenden bekommen haben, ist, dass man sich stärker fühlt durch diese gemeinsame Bewältigung. Wichtiges Stichwort, was Sie auch angesprochen haben, die Kommunikation. Cornelia Corti, ich könnte mir vorstellen, Sie haben ganz direkt mit den Auszubildenden zu tun, 48 bei Ihnen im Haus. Was war denn da eine Möglichkeit überhaupt, um noch eine hochqualitative Ausbildung, die Sie ja in Ihrem Haus haben, wofür Ihr Haus steht, in so einer Situation noch überhaupt bieten zu können? Also wie Frau Bitrin eben schon sagte, ist es ganz wichtig zu kommunizieren, zu hören, was ist auch gewünscht. Ja, also wir sind ja stolz, Ausbilder in der Region zu sein und wollen unseren Beruf weitergeben. Und da, somit sind sehr, sehr viele Gespräche sind stattgefunden. Somit haben wir auch natürlich gehört, was sind das für Bedürfnisse. Es wurden Schulungen auch gemacht, die wir so im Vorfeld wahrscheinlich noch nicht gemacht haben. Also andere Abteilungen, die vielleicht sonst jetzt wie die Direktion, die Sales- und Marketingabteilung haben sich wirklich sehr viel intensiv Zeit genommen, um einfach ihr Wissen weiterzugeben, weil wichtig ist es natürlich auch an den Prüfungen, die ja jetzt auch derzeit bei der IHK stattfinden, einfach gute Ergebnisse zu erzielen. Ist denn da vielleicht auch was Neues raus entstanden, was es so vorher noch nicht gab? Haben Sie da Beispiele? Ja, also wo wir ganz stolz drauf sind, das ist unsere Weinbau AG. Was heißt das? Das hat sich letztes Jahr so ergeben im Sommer. Da sind die Auszubildenden
Auszubildenden eben in den Weinbergen auch unterwegs gewesen. Wir haben eine sehr gute Kooperation mit dem Sven Niger. Und da war eben dieser Wunsch, mehr über den Weinbau etc. rauszufinden und dort auch mit aktiv zu helfen. Und so ist es entstanden mit der Weinbau AG. So wird jeden Monat aktiv was im Weinbau gemacht. Und unsere Azubis sind da wirklich ganz stark dabei und begeistert. Und die Resonanz ist sehr gut. Na, das klingt fast so, als könnte die Begeisterung so groß werden, dass sie Ihnen dann anschließend im Betrieb vielleicht sogar irgendwann flöten gehen, oder? Ja, oder wir haben einen neuen Sommelier bei uns. Ja. Was haben Sie denn so insgesamt, Frau Beach, das können Sie sicherlich mit dem Gesamtüberblick noch mal einordnen. Was ist das, was Sie insgesamt aus der Krise mitnehmen, so der Lerneffekt? Ich glaube, das Wichtigste, was wir mitnehmen können, ist, dass es unheimlich wichtig ist, immer positiv mitzudenken und sich nicht unterkriegen zu lassen, auch flexibel zu sein, gerade in Bezug auf, jetzt hat man vielleicht nicht mehr alle Mitarbeiter direkt vor Ort gehabt, sondern musste da auch, wie die IHK schon gesagt hat, mit Homeoffice oder auch mit virtuellen Meetings und Lernbereichen arbeiten. Und das ist definitiv etwas, was wir auch alle jetzt mitgenommen haben, auch für die Zukunft. Wir leben in einer globalisierten Welt. Wir haben uns eben kurz unterhalten, da fand ich es ganz spannend. Sie haben 20 Jahre lang Erfahrung aus den Staaten mitgebracht. Haben Sie sich da etwas abgeguckt dann für den deutschen Betrieb, wenn Sie jetzt hier in der Region arbeiten? Natürlich. Ich glaube, wir alle nehmen Wissen von überall auf der Welt mit, wo auch immer wir waren. Und definitiv, die Dienstleistungsbranche in den USA ist sehr, sehr stark vertreten. Und da nimmt man sich natürlich auch immer kleine Sachen von überall her mit und versucht die dann hier auch das Wissen weiterzugeben, gerade auch an die nächste Generation unserer Gastronomen. Wollen Sie ein Beispiel verraten? Haben Sie irgendwas gerade im Kopf? Naja, also definitiv ist es dieses Gastgebertum, das wir ausleben und mitbringen, dieses niemals Nein sagen Mentalität und im internationalen Markt bei uns definitiv. Da kann man das natürlich dann auch nochmal anhand von Beispielen gerade umsetzen. Wir haben im Team, ich glaube, über 39 Nationalitäten. Und da bringt natürlich jeder dann auch von seinen verschiedenen Bereichen Informationen mit, die wir dann letztendlich unserem Team weitergeben können und die dann das Ganze wiederum umsetzen können am Gast auch, weil Individualität am Gast ist ganz arg wichtig. International aufgestellt. Frau Korti, vielleicht können Sie noch kurz sagen, Sie sind ja ganz eng im Kontakt mit den Auszubildenden, fördern und fordern, haben wir eben gehört. Was ist das nächste Projekt? Also wir haben sehr viele Projekte, also wo wir natürlich im Moment sehr stark sind, ist diese ganzen Social Medias, Instagram etc., wo wir auch wieder eine kleine Gruppe an Auszubildenden gewinnen können, die unseren Brenners Career sehr aktiv selbst gestalten, wo wir jetzt auch eine schöne Kooperation mit Fairjobs beispielsweise haben, um einfach unser Wissen, unsere Leidenschaft für den Beruf einfach rauszugeben. Und wenn ich sehe, wie wenn ich die Meetings mit diesen Azubis haben, mit welchen freudigen Ideen sie kommen und wirklich heiß sind, das umzusetzen. Das zeigt mir einfach, dass wir einen richtigen Job machen. Ja, kriegt man Lust, Azubi im Brenners zu werden. Ja. Ich sage herzlichen Dank an dieser Stelle an Sie beide.